Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist es notwendig zu essen, zu schlafen und sich warm zu halten. Dieser Modus enthält aus den zusätzlichen Herausforderungen. Schnelle Reisen ist nicht möglich. Deine Tragfähigkeit ist verringert und Stufenaufstiege sind nur möglich, wenn du schläfst. Eintrag Überlebensmodus unter Hilfe findest du weitere Einzelheiten. Überlebensmodus einschalten. Das Überlebensmodus jedes derzeit unter den Gameplay-Einstellungen ein- und ausschalten. Es klingt doch eher negativ. Wartet! Nee, den Diebstahl machen wir mal unserem Freund nicht. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ja, sicher. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Aber früher oder später werden wir sowieso, den hätten wir nicht ewig als. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Als Begleiter. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Oh, schließt den Aufstand der Sturmwände an. Naja, mal schauen. Aber hier sehen wir schon mal eine wundervolle Landschaft. Müssen wir noch mal eine Sekunde stehen bleiben und mal die schöne Landschaft genießen. Da geht's nach Helgen, da geht's nach Riverwoods und da geht's nach Frogleaf. Und wir wollen jetzt nach Riverwoods oder. Ja, der einzige Weg, der hier lang führt. Der ist schon vorgerannt. Wo ist eigentlich der Sprintknopf? Ah, okay. Seltsame Taste für den Sprintknopf. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Warum solltet ihr hingerichtet werden? War dieser Drache auf eurer Seite? Ihr meint wirklich, ich soll mich Ulfric Sturmwind anschließen? Und ob. Genau wie alle wahren Söhne von Himmelsrand. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und naja, euch den Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Das sagst Wenn du irgendjemand jetzt. Weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Ich habe gehört, es gibt. Ich habe gelesen. Dass es hier noch andere, das von der Diebesgilde weiß ich, dass da eine gibt, die man beitreten kann. Und ja, es ist noch irgendwas, wo man beitreten kann. Es gibt mehrere Sachen, wo man noch Sachen machen kann. Man muss da nicht, man hat da nicht nur die beiden Versionen. Man muss da nicht sagen Kaiserreich oder Sturmwände. Man kann auch als unparteiischer, als Held zwischen den beiden Parteien stehen. Mein Ulfric weiß, wo das Drache hergekommen ist. Was hat er wohl die ganze Zeit geredet? Ja klar, das kann ich verstehen. Ihr müsst euch nicht sofort entscheiden. Aber ich weiß, wenn ihr erst darüber nachgedacht habt, was ihr heute gesehen habt, dann erkennt ihr, dass Himmelsrand die Freiheit verdient. Ja, wir werden sehen. Vielleicht mache auch die Diebesgilde. Es war sehr verlockend. Okay, was haben wir hier? Dies sind die Wächtersteine. Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Der Diebesstein, der Magierstein,
Der Kriegerstein. Okay, wir wählen jetzt hier wahrscheinlich schon eine Richtung aus, die wir eingehen wollen. Ziegelstein, Magierstein, Kriegerstein. Schon beim Charakter erstellen habe ich, war mir Dieb. Dieb fand ich schon ganz gut. Das würde mal, war ich schon überlegt, ob ich da eine Rasse für nehme, die das als Vorteil hat. Magierstein. Ja, ich weiß nicht, ob Magier hier das Richtige ist. Kriegerstein. Ich würde sagen, fast Diebstein, weil das ist so. Das Kriegerfähigkeiten, wo man wahrscheinlich noch sowieso leveln irgendwie. Und Vorteil auf Diebstahl zu haben, ist glaube ich nicht verkehrt. Magie würde ich jetzt mal ausschließen, das ist eher, falls das nutze. So fantastische Landschaft. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsstufen 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Du könntest die Magier. Zauberfertigkeiten. Ja, ist halt nur ein kleiner Bonus. Wenn wir Kampfskills, wenn du von alleine leveln. Obwohl Skills werden wir offen alleine leveln. Magier-Skills werde ich wahrscheinlich vernachlässigen. Deswegen wäre es vielleicht gut, die zu aktivieren, damit sie sich von selbst ein bisschen besser leveln. Ich nehme den Liebestein. Da einen Vorteil drauf zu haben, ist nicht schlecht. Gesegnet. Angriff freischaltet. Ah ja. Der Diebestein ist es. Auch wenn wir nicht der Diebesgilde beitreten. Das ist bestimmt nicht schlecht. Denkt man durch bei den Waffen mal ein bisschen was anderes. Ausrüsten. Und die Eisenaxt mehr Wumms hat. Trage ich lieber ein Schwert. Können wir bestimmt einiges noch verkaufen. Ich hoffe, wir finden noch andere Sachen als die kaiserlichen Sachen. Dann sind wir wahrscheinlich bei denen nicht so sehr willkommen. Rüstung. Wenn er nur 16 Rüstung hat, würde ihn mal zumindest den Helm mal ein bisschen anderen tragen. Das war nicht als Kaiser. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen.
Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlass dir das Reden mir, verstanden? Dann ist der Helm natürlich blöd. Oh, Wölfe. Das Schild könnte ich auch mal nutzen. Wolfspelz. Dann bestimmt später zu tollen Klamotten. Granatstein, oha. Den Pelz kann man bestimmt zu tollen Klamotten machen lassen. Weiter geht's. Wir haben noch nicht besonders viel Ausdauer. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Joa, ich dachte... Warum nicht? Erstmal in die erste Stadt kommen. Bevor wir noch stundenlang in der Wildnis rumirren. Flusswald. Solitude. Windhelm. Okay. Das war das erste, was mir angeboten wurde. Warum nicht? Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Oh, für Bürsten. Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Ich lege vielleicht mal die Waffen ab. Also bitte. Wenn wir hier im Dorf sind, da passiert uns nichts. Ach so, wir können ja auch einfach behalten und nicht ziehen. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien. Dann müssen wir jetzt damit rumlaufen. Ihr werdet schon sehen. Es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Okay, wir müssen die wahrscheinlich. Wo ist das Schild? Gehen wir mal ein bisschen unbewaffnet in der Stadt. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hallöchen. Was macht ihr denn? Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Aha. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Was habt ihr zu verkaufen? Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Dafür eure Schmiede benutzen? Also ich weiß nicht, ob ich Geld habe. Die besten Waffen und Rüstungen. Gegenstände über den Trennstich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstichs gehören dir. Gegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wenn ich hinaus und drücke, eher. Okay. Streitkolben. Einen gesegneten Eisenzweihänder. Für 17. Okay, wir haben für nichts Geld. Ein Jagdbogen, eine Spitzhacke. Stahldolch. Stahlkriegsaxt. Eine 2 hin und der ist schon ordentlich. Untote bis Stufe 3 fliegen 3 Sekunden. Okay. Schaden 17 ist auch nicht schlecht. Für ein Schwert.
Kann man sich mal Geld verdienen? Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Okay. Auf Wiedersehen. Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich was dein auch Lehrling. Immer ihr bin. Okay, ein Eisendolch. Um zur Werkbänke und Rüstung zu verbessern. Für eine Verbesserung werden Materialien benötigt. Die Höhe des Verbesserung hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und von deinen Talenten ab. Nicht bei ist mir. Wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Eines Tages werde ich mein eigenes Schwert schmieden. Papa sagt, dass ich noch nicht bereit bin für Waffen. Also stelle ich eine Menge Hufeisen und Schuhnägel her. Rüstung 23. Mama meint, dass ich nicht mädchenhaft genug bin. Aber das ist dummes Mädchengeschwätz. Die Rüstung können wir verbessern? Auch wenn Papa vielleicht einen Sohn gewollt hätte. Nee, können wir nicht. Bekommen hat er mich. Und da hat er Glück gehabt. Wie machen wir denn das jetzt? Braucht ihr eine neue Klinge? Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Ich möchte mein Pferd mit einer Rüstung oder welches Pferd? Spoiler noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Stehlen? Nein. Das tun wir nicht jetzt schon. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstung aus Rohmaterialien hergestellt. Okay, wir sollen durchmachen. Eisen durch. Gar nicht mal so schlecht. Lehrlingsstufe. Aber solide. Macht nur weiter so. Kriegen wir da Geld für? Oder einfach nur Schmiedefähigkeiten? Okay, ich denke, wir haben durchhergestellt. Was? Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Bis zum nächsten Mal. Schleifstein. Okay. Ein Eisen durch. Okay. Können wir nicht machen. Braucht ihr eine Eisen oder Stahl ist? Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gärten. Auch wenn wir da kein Geld für kriegen, gutes Tutorial. Ledergerben auf dem Gestell. Auf Wiedersehen. Okay, Leder.
Was auch immer. Ich könnte euch einen Kriegs... Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Ja. Ja. Das müsste hier gehen. Pelzschild. Eher von der heimtückischen Sorte? Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rumliegen. Pelzhelm, hat er gesagt. Was soll ich anfertigen? Ist abgehauen. Pelzhelm habe ich gehört. Pelzschild können wir hier machen. Lederhelm können wir machen. Okay, das war's wohl nicht. Lederhelm können wir machen. Machen einfach alles, was wir können. Ist der Lederhelm das, was er wollte? Tja. Ist Nacht geworden. Wo sind Secrets aus? Aus, okay. Das große Schwert hat hier nicht ausgestellt. Nachts hier wenig los. Handelskonto. Nun. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Waffen. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Werf deinen Blick darauf.
Dietrich Fell. Wer 30, wir haben nicht so viel Geld. Okay, eine Eisenrüstung. Tragfähigkeit wird erhöht. Okay, aber wir haben kein Geld. Wir müssen uns irgendwoher Geld besorgen. Alles wird zu teuer. Eisenschwert für 76, das könnten wir uns gerade so leisten. Vielleicht gucken wir, ob wir irgendwo an Geld kommen. Können wir was verkaufen? Und Waffen hier zum Beispiel. Die Axt. Und die behalte ich noch. Den erstmal hoch. Was haben wir denn hier so? Eisenschild. Kaiserliche Rüstung. Wertmüll, okay. Aha, Zauberbuch Funken. Behalten wir lieber. Amethyst, der ist was wert. Besen ist nichts wert. Okay, wir müssen die ganzen. Und jetzt haben wir doch schon was. Jetzt können wir uns hier eine Waffe kaufen. Hübsches Schwert. Schaden hatte der. Was hatte der da drüben bei dem anderen? Ja, ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Oh je. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch die Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödstor-Zügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Oh je. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier... Können wir über die Nacht irgendwo schlafen? Durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödstor-Zügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter dem Gebäude. Okay. Schlafender Riese. Können wir schlafen im schlafenden Riese? Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Was gafft ihr so? Ja, ja. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Ich gehe dann mal wieder.
Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. 10 Goldstücke, ein Zimmer mieten. Gib mir einen Humpen Bier. Kommt sofort. Okay, ich würde erstmal die Sidequest machen. Nö. Und wenn da nicht schon morgen ist, dann gehen wir hier mal pennen. Wie hieß der Berg? Olaf hat Raluf hat vorgeschlagen, ich soll mich in die nahegelegene Stadt Flusswald begeben. Seine Schwester hat dort eine Sägemühle und kann mir bestimmt helfen. Aha. Die goldene Klaue. Sie wurden Räubern gestohlen, die ihr Lager im Ölsturzgrab aufgeschlagen haben. Ölsturzgrab. Da brauche ich mal Waffen für. Schild eigentlich schon weggegeben, haben wir den verkauft. Ich sehe jetzt kein mehr Pet-Schild. Okay. Zum Hügelkram. Bis nachts. Ich will mal auf die Wegmarkierung gucken. Ich frage bei Sie hier. Nein. Einbrechen würden wir eigentlich nicht. Eine schöne Waffe habt ihr da. Ihr würdet sie wohl nicht wegstecken wollen. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Okay. Ich will mir nicht sagen, wo ich hier... Lasst nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Okay, wo ist das Hügelgrab? Haben wir eine Karte? Nachts erwischen wir die Räuber am besten, um zu schlafen. Weltkarte. Aha, hier hin. Schnell reisen können wir nicht. Dann waren wir auch noch nicht da. So, das ist Berg, den Berghof.
Wird das so, dass wir hier hoch müssen? Wir müssen Ausdauer tanken. Wir müssen unsere Ausdauer erhöhen.